Oh yeah, Elektroschrott. Ahoi. Hallo. Ihr habt mich schon ziemlich lange Zeit nicht mehr gesehen und wahrscheinlich hat mich keiner so richtig vermisst, aber ich bin noch da. Ich bin zwar immer noch so ein bisschen zwischen den Projekten, wie man so schön sagt. Das nächste soll irgendwas mit diesem Arduino-Gedingse für die ESPs werden. Ich will das mal ausprobieren, vielleicht ist das gut. Aber in den letzten Wochen Besuch gehabt, irgendwo zu Besuch gewesen, keine Zeit gehabt, alles blöd. Aber dieser Stecker hat ein Ende. Und zwar deswegen, weil ein netter junger Mann namens Benjamin Blitz... Ja. Ja, heißt ganz anders. Ich habe gerade den Namen durcheinander gewürfelt, glaube ich. Aber Blitz, das war die Piratenvorsitzende hier in Bayern, Dings. Kenne ich übrigens noch von ganz früher aus dem Chat. Ja, die ist ganz gut. Egal. Jedenfalls habe ich dieses wunderbare Paket bekommen und so droht euch mal wieder ein Mehlbacke-Video. Ich habe hier Profi-Werkzeug. Und das heißt, dass ich jetzt als allererstes, bevor wir ans angucken, was da drin ist, geht, mal das wunderbare Gebinde hier auf meinem Schreibtisch öffnen muss. Jetzt machen wir das Paket drauf. Es handelt sich hierbei, wie man unschwer sehen kann, um ein Paket des Elektroversenders Pollin, das ordentlich, aber natürlich ein bisschen unnördig, mit normalem Paketband versiegelt wurde. Wie das bei Pollin immer so ist, man kann es nicht oben aufmachen, sondern man muss hier so, ne, immer so einen seitlichen Paket hier bauen an. Wundertüte öffnet sich. Dann wollen wir doch mal gleich vereinzelt sehen, was drin ist. Ganz oben auf dem Paket findet sich dieser Zettel. Ja. Stylisch, stylisch. Sogar mit einem Tyco Electronics Post-it. Dessen Klebewirkung, naja, nicht mehr ganz dem Standard ist. Dann würde ich jetzt mal behaupten, dass Benjamin davon ausgeht, dass ich in nächster Zeit Installationsarbeiten zu verrichten habe. Ich habe hier Unterputzverteilerdosen, zumindest halte ich sie für solche. Von der Firma Kaiser IP20 scheinen verschiedene Größen zu sein, somit auch verschiedenen Arten von Durchschnitten. Und es sind ein paar. Hier sind nochmal zwei und hier sind noch welche. Und da haben wir auch noch welche. Nun, ich bin jetzt nicht gerade der große Elektriker und ich baue nicht jeden Tag ein Haus. Aber irgendwie drängt sich mir das Gefühl auf, dass man die für irgendwie, also Kabel, die man da verteilt, ich tue sie mal in eine Kiste im Keller, vielleicht findet sich da was. Ja, dann schauen wir mal. Das nächste, was wir hier haben, das sind so spiralige Plastikdingerchens. Meine Vermutung dazu wäre, dass man die verwenden kann, um Kabel irgendwie zu bündeln. Und ich habe jetzt ein paar davon. Mangels besseren Wissens, einfach aus meiner Annahme heraus, dass es sich nicht um irgendwie so Perückenmaterial für Halloween handelt, werde ich sie mal in mein Kästchen mit der Aufschrift Kabelbinder tun. Ja, ich glaube, das ist angemessen. Ich verteile das hier alles auf meinem Schreibtisch. Es ist eine ziemliche Menge Kram, die der Benjamin da geschickt hat. Ich möchte mich hier schon mal bedanken. Danke, Benjamin, du hast eine Menge Kram geschickt. Next up. Ich würde sagen, das hier sind wohl Lautsprecherterminals aus irgendeiner Stereoanlage oder sowas. Wurden wohl ausgelötet, also sind auch Lötzinnreste dran von Shuanglong. Ja, also ich sag mal, früher oder später muss sich ja jedermann ein Netzteil aus einem ATX-Netzteil bauen. Und da kann man natürlich solche 4 mm Bananensteckerplugs ganz gut gebrauchen. Vielleicht mache ich ja auch mal was mit Sound. Dann. Also, wir haben hier eine Box. Und da sind zwei USB-Konnektoren dran, die für Strom sorgen sollen. Wir haben Eingänge oder Ausgänge, das weiß ich noch nicht so genau, die mit Optical und Analog beschriftet sind.
Lautstärke-Regler-Tasten und, ja, es scheint ein Dolby-Digital-Decoder zu sein, da hier auch so Spielkonsolenteile drauf zu sehen sind, würde ich mal vermuten, dass das ursprünglich mal dafür gedacht ist, ist von Sharkoon übrigens, dass man das an seine Xbox anschließt, 5.1 Sound rein und dann geht das irgendwie auf die Kopfhörer oder sowas in der Art. Optical und Analog sind dann wahrscheinlich Eingänge. Das eine wird ein SPDIF sein, das andere... Ne? Ich schau mal kurz, ob das Anschlusskabel, das hier scheinbar noch dazu gehört, auch dabei ist. Sieht nicht so aus, aber dafür habe ich noch ein paar Lautsprecherterminals gefunden. Also, ich weiß weder, ob es funktioniert, noch ob es irgendetwas tut, was für mich sinnvoll wäre. Das muss ich schlicht und einfach ausprobieren. Next up, ein Netzteil. Netzteile habe ich ja jetzt schon häufiger bekommen. In diesem Fall ist der Ausgang abgeschnitten worden, da hat wohl jemand ein Kabel gebraucht. Es kommen 24 Volt 1,2 Ampere raus. 24 Volt 1,2 Ampere. Das hört sich an wie was man mal gebrauchen könnte für Op-Amps, wo man plus und minus 15 Volt braucht, oder auch für Relais, die ein bisschen mehr Strom ziehen. Ansonsten, ja klar, 1,2 Ampere, also irgendwie so ein LED-Strip oder sowas beleuchtet man damit nicht, aber kommt in die Kiste mit den Netzteilen. Netzteile? Sehr gut. Benjamin, lass mich doch bitte wissen, ob die Sachen funktionieren. Nicht, dass ich irgendwas in meinem Bunker tue, was eigentlich bestenfalls noch für einen Terraum gewesen wäre. Ne? Also, weißt du schon. Next up. Ach, ist das süß. Ach, ist das putzelig. Es handelt sich hierbei um einen Belkin Mini-Switch mit so ein paar Ports. Was kann der denn hier? Ich würde jetzt tippen 100 Mbit. Steht nirgends drauf. Ach doch, ja, hier. Da ist eine Anzeige, die mir sagt, dass irgendwas 100 Mbit sein könnte. Ist für meine Gigabit-Verkabelung hier ein bisschen klein gedacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für... Ja, bei mir im Wohnzimmer habe ich so ein bisschen ein Problem, dass ich nicht alle Spielkonsolen gleichzeitig ans Netz anschließen kann, weil ich da ein paar Ports zu wenig habe. Da könnte ich den tatsächlich reinstecken, weil die brauchen nicht so viel Druck. Ne? Also Online-Spielen geht auch mit 100 Mbit. Ist cool. Kommt bei mir ins Netzwerk-Equipment. Next. Ach, schön. Damit ich den Sharkoon gleich benutzen kann, hat er mir gleich noch ein optisches Digitalkabel mitgeliefert. Und zwar, also ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber es ist eine ziemliche Spule. Also ich glaube, das ist schon ein 5-Meter-Kabel. Damit könnte unter Umständen dieser Decoder da praktisch werden. Das ist ja echt der Knaller. Tüte, was ist hier in der Tüte? Kabelklemmen. 400 Volt steht drauf. Boah, von Wago sogar. Ja, so Steckklemmen, ne? Wo man die 1,5 Quadratmillimeter Stromkabel reinstecken kann. Und davon gleich so ein ganzer Sack. Dazu auch noch hier so eine von denen, die man klipsen kann. Meine Vermutung, Benjamin, ist Elektriker. Weil die Unterputzdosen und die Wago-Klemmen hier, die sprechen eine recht deutliche Sprache. Und dieser Elektriker hat als Hobby Computer. Das merke ich ganz deutlich, wenn ich sowas sehe wie... Zum Beispiel ein Slotblech, wo man innen dran SATA-Kabel packt und eine Stromversorgung und außen dran SATA kriegt und eine Stromversorgung, wenn ich das richtig sehe. Also halt so ein SATA-Extender, wenn man so will. Oder sowas in der Art. Eigentlich das Komische ist, die hinteren Stecker, ja, also die nach innen gehen, die sehen genauso aus, wie die nach außen gehen. Das sind keine Buchsen. Ich hätte da Buchsen erwartet. Das ist ja ein merkwürdiges Teil. Hat auch keine weiteren Anschlüsse als das? Von Asus? Also falls irgendjemand von euch eine Vorstellung haben sollte, wie man das hier korrekt anschließt und warum, dann bin ich für sachdienliche Hinweise dankbar. Ich vermute, man braucht spezielle SATA-Kabel, die am Ende Buchsen haben, um die innen aufzustecken. Dann hat man halt zwei externe SATAs. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Kommt in die Kiste mit dem Computer. Ja, gut. Parallel-ATA-Kabel. Schönes altes IDE-Kabel. Und dieses tut es mir fast leid, aber davon habe ich neulich schon mal 10 Kilo weggeschmissen und auch 20 Kilo behalten. Das kommt in die Kiste mit dem Wertstoffhof. Mhm.
Es muss irgendeine Art von Platine-zu-Platine-Verbinder sein. Mit dem Ende hier lötet man es aufs Board. Mit dem Ende kann man in irgendeinen Stecker reingehen. Keine Ahnung, ob ich das noch brauchen kann. Aber ich habe so eine Kabelreste-Kiste, die ich mit solchen Sachen bestücke und wo ich die Sachen, wenn ich sie doch nicht brauche, irgendwann wegwerfe. Vorläufig kann ich sie mal zwischenlagern. Floppy-Kabel. Auch schon lange nicht mehr gesehen, sowas. Ich glaube allerdings, dass ich gar keine Floppy-Kabel... Obwohl, es ist eigentlich... Das ist zu schmal für ein Floppy-Kabel, oder? Zu wenig Pins? Wie gesagt, schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Das hebe ich mir mal auf. Vielleicht ist das irgendwas Spezielles, was man mal benutzen kann. Für den muss man hier heiß, sonst. Stromkabel. Ja, dieses Euro-Zeugs auf Euro. Prima. Ihr werdet lachen, ich habe eine Kiste für Stromversorgungskabel. Und die ist ganz schön voll. Dann, das ist nett, ein schöner, robuster Fußschalter, wo hinten sogar draufsteht, wie die Kabel beschaltet sind, mit losen Kabelenden. Meine Lötstation hat so eine Möglichkeit, Sachen mit dem Fußschalter zu machen. Vielleicht baue ich mir da mal was. 10 Ampere, 250 Volt, da kann man auch noch einiges mit schalten. Also dazu müsste mir doch eigentlich was einfallen. Oder für meinen Proxon-Boarder, das wäre auch ganz schön geil. Wenn der auf dem Bohrständer steht und dann so unterm Tisch so... Gut. Naja, es wäre keine solche Ladung komplett ohne diese Art von ganz speziellem Elektromüll. Ich sehe hier... Also das dürfte wahrscheinlich ein LCD sein. Interessanterweise sieht man, ich weiß nicht, seht ihr das? Dass man die Zahlen wirklich sehen kann. Das ist so eine Art Mehrfach-7-Segment-Anzeige mit ganz vielen Pins unten dran. Ich vermute, dass das im Grunde genommen 4-7-Segment-Anzeigen sind, die dann unten alle Pins rausgeführt haben. Muss man auf Multiplexen selber machen. Puh. Ein kleines Board mit so komischen Dingern und einem Baustein drauf. Der Baustein ist ein 74HC00N. HC00, da Seite 64. Oh, was ist denn das? Nandgatter. Okay, vierfach Nandgatter. Wir haben also ein vierfach Nandgatter und so ein paar Teile, die ich jetzt nicht wirklich zuordnen kann. Die haben auch so eine Matrixstruktur. Ich möchte wetten, das ist auch irgendeine Art von Displaymodul. Dann hier nochmal so was siebensegmentiges mit zwei Teilen drauf. Von denen hier vier Stück. Das scheinen mir auch irgendwelche Doppel-7-Segment-Anzeigen zu sein. Ja, sind zwei Achter jeweils mit einem Dezimalpunkt drauf. Und hier nochmal so eins wie das gerade eben. Ja, klar, ich habe natürlich auch eine Schachtel für Display-Module. Also die 7-Segmenter werde ich auf jeden Fall aufbewahren. Den großen hier auch, weil wenn das einfach nur 7-Segmenter sind mit einem Doppelpunkt dazwischen, ist das immer, wenn man irgendwie ein Urprojekt macht, genau das Richtige. Vor allem auch schon groß. Bei dem Ding hier bin ich mir noch echt unschlüssig, was ich damit anfangen soll. Ich muss mal gucken, was das macht, wenn man da Strom dran tut oder ob ich irgendwie ein Datenblatt finde. Also Benjamin, falls du dafür ein Datenblatt hast oder eine Erklärung, ich tue es mal zu den Display-Modulen, weil du das auch so gemacht hast. Und schauen wir mal, was es ist. So, oh. Ein Lüfter, offensichtlich schon in Einsatz gewesen, weil das Ding ist vergrindet wie die Sau. Es ist ein Thermaltake 12 Volt. Dann würde ich doch mal sagen, schauen wir doch mal, ob das Ding an 12 Volt was tut oder ob es im Arsch ist. Steckt das gerade an mein Netzteil. So, da haben wir jetzt 12 Volt drauf. Dann hier sieht man vielleicht, ja, hier ist der schwarze, das wird wohl Erde sein. Und der gelbe müsste 12 Volt sein. Ah! Relativ leise, relativ groß und pustet ordentlich. Okay.
Vielleicht mal was für so eine Lötrauchabsaugung oder so. Was haben wir hier? Ach, ja, Mai. Jetzt weiß ich auch, dass der Benjamin eher so mein Alter sein muss und nicht so das von den jüngeren Leuten hier. Parallelport-Splitter, damit man an einem Computer mehrere Parallelport-Drucker betreiben kann. Ja, Kinder, das war vor USB. Ich denke, ich heb's mir mal auf und werde mal einen Teardown damit anfangen. Wenn sich rausstellt, dass innen drin mehr als nur eine Platine mit ein paar Leiterbahnen ist, dann kriegt ihr das sogar zu sehen, ansonsten schmeiß ich's weg. Hier haben wir ein Rätselgerät. Wir haben hier also so übliche Soundbuchsen. Wir haben hier eine Stromversorgung mit Sicherung, die irgendwie nach Kfz aussieht. Ein paar so Kabel. Es ist von der Firma Dietz ein High-Low-Interface mit Remote 2 Channel. Ah ja, also Dietz ist eigentlich immer irgendwas für Auto-Hi-Fi. Ich wüsste jetzt nicht, was ein High-Low-Interface sein soll, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, vielleicht ein Frequenzweicher oder sowas? Angesichts der Tatsache, dass es eh schon mit einem Kabelbinder zusammengehalten wird und ich mir sicher bin, dass ich es nicht brauche, gibt es nur eine Möglichkeit, um rauszufinden, was wir rausfinden wollen. Nämlich den beherzten Blick ins Innere. Im Inneren befindet sich eine Platine, nicht unerwartet. Ein Relais, ein paar Kondensatoren, ein paar Widerstände, Brückengleichrichter. Also, ne? Es könnte sein, dass unter dem Klumpen hier tatsächlich noch ein Mikrochip verbacken ist, aber ich glaube es eigentlich eher nicht. Ich glaube, das ist eher nur, um das Relais zu isolieren. Ja, genau, ist nichts mehr drunter. Mal so ganz grob geraten, was hier passiert. Strom kommt rein, Wechselstrom geht auf den Brückengleichrichter und wird wahrscheinlich von dem Relais hier geschaltet, irgendwie sowas. Eine Reihe Widerstände und Kondensatoren und so ein Zeug, das dürfte irgendwie Filterung oder sowas sein. Vielleicht ist es ein Frequenzweicher, das wäre möglich, was sind Lastwiderstände und ziemlich große Echos drauf. Das sieht fast nach einer Frequenzweicher aus. Und High-Low, das klingt ja fast so nach Frequenzweicher. Ist jetzt allerdings ehrlich gesagt nichts drin, was ich tatsächlich gebrauchen könnte. Das Relais ist nur für 120 Volt. Das ist ein bisschen weniger, nee, für 12 Volt. Die Spule, ja, also. Komm, seien wir ehrlich. Seien wir ehrlich. Machen wir uns nichts vor, hilft ja nichts. Ich bin mir nicht sicher, ob ich. Ja, also, ich habe schon länger nicht mehr so einen umfangreichen Haufen da bekommen. Was zum Geier? Es ist irgendwas mit Jägermeister Werbeaufdruck, Made in China, zwei kleine Dingensus, Batterien hinten drin. Ah, warte mal, wir haben hier einen Klinkenstecker, Volume, Scan, Light. Das könnte sowas wie eine Kombination aus einer Taschenlampe und einem kleinen Radio oder so sein. Ja, so meine Vermutung. Ich fürchte allerdings, dass mein Nutzen an sowas ungefähr so stark ist wie der von Benjamin. Und der hat es mir nicht geschickt, weil er es täglich im Einsatz hat. Wisst ihr, wo das hin muss? Hm. Gut. Dann haben wir hier eine Reihe von Widerständen. Hier haben alle den gleichen Farbcode drauf. Ich bin zu blöd, ihn zu lesen. Also schauen wir einfach mal mit dem Messgerät, was es denn wohl sein mag. Das gute Brian. Dann machen wir ein Guckerlein im Ohm-Messbereich und kommen auf 14,8 Kiloohm, 15K. Ja, ne? Selbstverständlich gibt es bei mir eine Widerstandskiste, obwohl ich eigentlich jetzt nur noch SMD-Kram mache, aber so ein paar von den Bedrahteten kann man immer mal gebrauchen. Ich glaube trotzdem, dass ich früher oder später irgendwann mal für einen, ich sage jetzt mal vorzugsweise Jugendlichen oder im studentischen Bereich ansässigen Bastler, würde ich gerne mal so ein Care-Paket zusammenstellen, wo ich bei mir so die Überbestände irgendwie jemandem weitergeben kann, der es besser gebrauchen kann. Wie gesagt, ich mache eigentlich nur noch SMD und ich habe echt eine Menge dafür rumliegen. Also falls ihr irgendwie zur mittellosen Klasse gehört und mit bedrahteten ICs, Widerständen und lauter so einem Kack was anfangen könnt, ja,
dann schreibt das nochmal unten in die Kommentare. Und falls ich tatsächlich mal irgendwann Bock und Muße habe, dann melde ich mich bei euch und dann kriegt ihr auch mal was. Ja. Übrigens, knapp im Herbst. Immer so. Ja, dann, oh super. Neulich erst solche Dinge gekauft. Es handelt sich um so ein Backerl mit Universaladapter für ein Netzteil, würde ich sagen. Also da hat er wahrscheinlich irgendwo mal so ein Universal-Notebook-Netzteil oder so ein Kram. Und das hier sind die verschiedenen Adapterstecker. Die kann man natürlich auch, wenn man gar nichts adaptieren will, einfach nehmen und irgendwo dran löten. Dann hat man da gewisse Verbinder, die man sonst nicht immer so auf der Hand hat, schon mal am Start. Das ist cool, weil manchmal braucht man, um irgendein Gerät anzuschließen, so einen exotischen Verbinder. Geil. Ja, wir gehen wieder in den Bereich Computer. Das ist ja eigentlich geil. So was hat man heute gar nicht mehr. Soundkarte. Und zwar eine richtig gute. Eine Creative Audigy Z2 oder was das hier ist? Ja? Audigy 2 ZS. Das haben wir so an Datecodes auf den Chips, um ein Gefühl dafür zu kriegen, von wann sowas sein mag. Noch ein Joystick-Interface sogar, ist ja süß. Also ich würde den Datecodes nach, die ich so sehen kann, auf 2007 tippen. Ja, das sieht sehr danach aus. Also es scheint mir ein 2007er Modell zu sein mit FireWire, mit digitalen analogen Inputs, Outputs, offensichtlich Surround. Das ist eigentlich ein schönes Gerät. Also ich brauche es leider überhaupt nicht, aber ich glaube, da frage ich mal den Paul, weil der macht ja viel mit Sound und so. Vielleicht kann der mit sowas was anfangen. Ist auf jeden Fall ein schönes Stück Hardware. Ist auch einfach hübsch, ne? Wenn man sich das anschaut. So ein braunes PCB mit viel Gold und so. Ist nice, wirklich nice. Ich werde es, wie gesagt, wahrscheinlich weitergeben, aber es ist eine schöne Sache. Oh, dann, was haben wir hier? Ja, super. Ich habe mir neulich erst beim Chinesen so ein paar Lastwiderstände gekauft, damit ich mal was habe, wo man ein bisschen was dran tun kann. Also haben wir hier erstmal so ein paar 5 Watt 0,25 Ohm Widerstände. Die sind natürlich prima, um irgendwie was zu messen. Ja, so eine Handvoll Folienkondensatoren sind auch noch dabei. Da muss ich mal schauen, die gucke ich mir mal an, ob ich die wirklich brauchen kann, so verschiedene Sachen. Eigentlich benutze ich sowas im Regelfall nicht, aber vielleicht tue ich es einfach mal dazu. Aber die Lastwiderstände sind cool. Hier habe ich auch einen 5 Watt 220 Ohm. Ja, also auf jeden Fall diese 5 Watt Widerstände, die kann ich ganz gut gebrauchen, die sitzen im Federstände. Das ist eine gute Sache. Die Folienkondensatoren bei näherem Nachdenken. Ja, sorry, aber... wir gehen weiter im Bereich der Konnektoren. Ich würde jetzt mal auf den ersten Blick sagen, es sind IDE oder SCSI-Konnektoren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich muss die Pins zählen. Also Pinanzahl sieht nach IDE aus, aber die schönen, die oben in die Stecker reingreifen. Interessanterweise unbenutzt und noch mit einem Reichelt-Aufkleber drauf. Das sieht so aus, als hätte Benjamin damit mal was bauen wollen, wäre aber entweder nicht dazugekommen oder hat ein paar mehr, als er tatsächlich gebraucht hat. Das würde mich übrigens interessieren, was damit gebaut worden ist. Also IDE-Kabel sind ja nicht die alltäglichen Dinge, die man als Hobbybastler so... Ne? Dann, ja, ist noch einiges an Kleinkram drin. Oh, schön. Vielpolige Leiterplattenverbinder, also die man auflöten kann, wo man dann dickere Kabel ranstauben kann. Und zwar 300 Volt 15 Ampere, also die können schon richtig was. Von der Firma Kress. Die sind schön. Solche habe ich mir neulich mal gekauft für was, wo ich was gebaut habe. Aber ich habe immer nur so mit 2 oder so. Und die sind schon hübsch, falls man mal mehr Pole braucht. Ja, sehr nett. Haben wir hier noch ein paar Krimpstecker für IDE-Kabel. Die kommen in meine nicht wirklich kleine Tüte mit Krimpsteckern. Zwei interessanterweise unbenutzte SCART-Stecker. Also keine, die irgendwo ausgelötet worden sind, sondern die sind neu. Es muss ein interessanter Bastler sein, der Benjamin. Der hat merkwürdiges Zeug, das er sich da offensichtlich mal gekauft hat. Weil auch SCART-Stecker sind nichts, was man so jeden Tag verlötet. BU208, das ist, wenn mich nicht alles täuscht, ein Transistor. Und zwar ein ziemlich dicker in so einem alten Gehäuse mit großen, großen Pins. Massives Metall. Muss also eine Menge Wärme abführen können. Ich vermute mal, das Ding kann ordentlich Leistung schalten, aber warte mal, es hat nur 2 Pins.
kein Transistor. Naja, entweder ist das Gehäuse selbst der dritte Pin, das wäre möglich. Oder es ist eine Leistungsdiode. Ich muss das überprüfen. Falls einer von euch selber rausfinden will, ja, TFK BU208. Dann, passend zu den Lautsprecher-Terminals von vorhin, hier so für Zündstecker. In 3x1, in 3x2, nochmal in 3x1, 2x2. Ganz klar, die sind super, wenn man irgendwelche Verbindungskabel bei einem Bastelprojekt hat. Die sind Keeper. Eine Proxon-Trennscheibe auf Trennscheibenhalter mit glasfaserverstärkter Trennscheibe und ein paar von den nicht glasfaserverstärkten Trennscheiben. Das ist cool. Packe ich selbstverständlich zu meinen Werkzeugen. Muss ich es nicht selber kaufen. Ich glaube, ich habe auf meiner Wunschliste sogar solche stehen bei Amazon. Das ist natürlich besonders nett, wenn man sie so bekommt. Ein kleiner, ich brauche mal Grafikkartenkühler von Asus mit Kühlkörper und einer kleinen Tube mit Wärmeleitpaste. Da ist gerade eine Schraube rausgefallen. Blöde Scheiße. Ah. Schimmel. Ja, wenn ich das hier nachher zusammenräume, finde ich sie vielleicht. Für Kühler und sowas habe ich nicht nur einen Karton, für den habe ich eine Coverbox im Keller und die ist voll. Ich glaube, ich brauche jetzt meine zweite Coverbox, weil ich kann sowas nicht wegwerfen. Eine Batteriehaltung für 4 AA-Batterien. Ich habe bisher nur eine für 2 AA-Batterien rumfliegen. Oh, cool, da kann man sogar noch einen 9-Volt-Block draufstecken. Ja, das ist ganz was Vielseitiges zum Basteln. Cool. Dann hätten wir hier noch... eine Handvoll von diesen Pinheader-Dingern, größtenteils männlich. Hier sind noch ein paar von den weiblichen Präzisions-Pinheadern. Die gehören bei mir hier hinten in diese kleinen Schubladen rein. Die werden gleich aufgeräumt. Und ein paar vergleichsweise exotische kleine Steckbuchsen für Printmontage. Sehen aus wie für irgendeine Mikro-Miniaturfassung von IDE-Kabeln. Habe ich bisher weder Stecker noch irgendwas anderes für am Start, aber vielleicht. Also sowas schmeiße ich auch nicht weg, das kann man ja mal gebrauchen. Und zu guter Letzt etwas, was ich sehr gut gebrauchen kann für meine andere Beschäftigung, weil ich nämlich in letzter Zeit mit so einer E-Zigarette rumdengle und mir da die nächste Woche meine Liquide selber mischen will. Da werde ich mit Sicherheit diese Spritze und diese beiden Kanülen sehr gut gebrauchen können. Ihr habt schon fast geahnt, ich habe natürlich eine Spritzenbox. Das ist klar. Ja, damit keiner sagt, ich lüge. Spritzen. Und, oh, ich habe tatsächlich schon ein paar, wie sich die angesammelt haben. Aber gut, Schaden tut das auf keinen Fall. Die kann man tatsächlich sehr schön benutzen für genannte Anwendungszwecke. Und damit bleibt nur noch ein leerer Karton. Glücklicher Zappes und ein paar Reste für einen Wertstoffhof. Alles in allem, tolle Ausbeute. Benjamin, ich danke dir. Das war schön. Und ja, ich werde dann mal sehen, ob mir noch was einfällt, was ich mit so einem blöden ESP-Modul überhaupt machen kann. Vielleicht gibt es auch noch einen Teardown demnächst. Ne? Wir hatten ja so ein, zwei Sachen, die man eventuell auseinanderschrauben könnte. Und irgendwann ist auch mal wieder ein Kaufrausch dran. Also, ich versorge euch schon wieder mit Videos. Aber es hat im Moment etwas größere Abstände, weil ich ziemlich viel zu tun habe. Ja, gut, genau. In diesem Sinne, noch ein ganz besonderer Gruß an den Heimwerkerkönig Finn Kleinmann. Den finde ich nämlich total geil. YouTube-Channel, von dem müsst ihr echt mal auschecken. Ist bei mir in den Promoted Channels, glaube ich, irgendwo drin. Und was bleibt? Trauriger Blick und... Tschüssing.